Hallo, ihr Swagger. Ah, nee, hallo, ihr ich hab. Oh, doch, ich hab aufgenommen. Okay, nochmal. Hallo, ihr Swagger, und hallo, herzlich ihr willkommen. Swagger. Ja, wir haben es hier gerade schon mal vorhin eins gefailt. Jetzt machen wir hier nochmal den Start. Auf jeden Fall haben wir gerade in die Abo-Box geguckt und es ist tatsächlich der Call of Duty Black Ops 3 Trailer raus. Ja, also wir freuen uns schon richtig lange auf Black Ops 3, seit wir Black Ops 2 gespielt haben. Also seitdem ich Black Ops 1 gespielt habe, wünsche ich eigentlich schon Black Ops 3, muss ich sagen. Auch, also es ist ein geiles Spiel, Nuketown, beste Map. Habe ich schon vor, also während ich den Trailer geguckt habe, habe ich das Spiel auch schon 10-mal vorbestellt, möchte ich nur mal so gesagt haben. Ich hatte das 12-mal vorgestellt. Auf jeden Fall gucken wir uns den Trailer jetzt nochmal zusammen mit euch an, machen hier eine Trailer-Analyse. Natürlich, wir haben den Trailer vorhin einmal gesehen, das heißt, wir kennen uns eigentlich total schon aus, ne? Wir haben alle Hintergrunddetails erfasst und wir wollen euch jetzt was über dieses grandiose Spiel erzählen. Und das mache ich halt zusammen mit dem Fabi in dieser Trailer-Analyse, die direkt nach dem Trailer kommt, damit wir viele Klicks kriegen, ne? Okay, dann würde ich sagen, dann starten wir jetzt mal, oder? Ja. Okay, dann los. Ja, hier steht irgendwas, aber wir können halt kein Englisch, da wissen wir jetzt nicht so genau. Jetzt redet hier so ein Typ und ja. Gitarrenmusik. Also aber ich wusste auch noch nicht, dass das von Treyarch entwickelt wurde, also das finde ich gut. Find ich also man sieht schon diese Gesichtertexturen, die sind schon mal 1A. Also die Gesichtertexturen sind wirklich sehr gut. Also leider, wir haben gehört, dass Kevin Spacey nicht dabei sein wird. Das ist ja, ich weiß, ich bin jetzt nicht sicher, kann es sein, dass das hier gerade Gameplay von Nuketown ist? Oh, war das die neue Fisch-KI, die wir da gerade gesehen ja, haben? Ja, Alter, der Nuke. Also die Fische, die sehen sehr modern aus. Oh, und Fliegen auch. Die Fliegen sehen aus wie böse Fliegen. Das sieht sehr gut aus, finde ich. Oh, ein Attack on von Titan-Typ. Ah ja, genau, so einer. Ah, das sind ja auch geile Roboter, finde ich. Also, ist fast wie bei Transformers. Das gefällt mir, das gefällt mir. Ich hoffe, das ist so eine Killstreak oder so. Ich weiß nicht, ich hoffe, die stellen auch schon bald das erste DLC vor, weil... Boah, die Lichter sehen schon geil aus, ne? Ja, muss man sagen. Und jetzt hockt er da im Eis, ja. Also wir können auch nichts zu dem Kommentar sagen, der im Hintergrund abgegeben wird, weil wir leider kein Englisch verstehen. Aber ich hoffe, das ist jetzt nicht so allzu schlimm, okay? Vielleicht kann uns jemand weiterhelfen und können die uns vielleicht mal sagen, was da gesagt wird. Also, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Sehen wir hier eigentlich jetzt ein Exosuit? Also ich glaube ja, ne? Das ist doch geil, oder? Also ja, wenn doch, wieder... das sind Exosuits. Also wenn es wieder Exosuits gibt, das finde ich gut, das ist geil. Ich hoffe, es gibt wieder Goldene, wenn man vorbestellt, das war richtig geil. Dann haben alle gestaunt, wenn ich die hatte. Ich finde es auch krass, dass sie, dass Star Wars richtig viele Sachen jetzt hier von Black Ops 3 geklaut hat. Ist mir jetzt gerade so aufgefallen beim Gucken, so, da waren Roboter und so. Ja. Also ich finde das richtig schlimm, dass Star Wars so viel von Call of Duty klaut. So, dann ist dieser Trailer zu Ende, denke ich mal. 11, 6, ah, 11, 6, 15, 11, 6, 15 ist wahrscheinlich... Oh, und Zombies. Oh, das haben wir sogar beim ersten Mal gar nicht gesehen. Und wir kriegen sogar den Beta-Access. Access kriegen wir dann, nämlich wenn wir das Spiel vorbestellen. Und das ist, da muss ich sagen, Respekt an Treyarch, dass sie sowas machen. Finde ich schön, oder? Finde ich auch schön. Ja, so ansonsten kann man nicht viel sagen, ne? Also ich glaube, das Spiel wird jetzt am 11.06. released. Dauert ja nicht mehr lange. Oder vielleicht auch am 6.11. Wissen wir nicht, wie die Amis das jetzt sehen. Das ist mir aber auch oder jetzt egal. Oder am 20.15. Ich habe es vorbestellt. Also werde ich ja dann spielen, wenn es draußen ist, ne? Ja, ansonsten also solltet ihr auch vorbestellen. Ein geiles Spiel. Wird auf jeden Fall besser als Advanced Warfare. Ja, bei Advanced Warfare war auch schon ziemlich gut, aber das wird nochmal besser auf jeden Fall. Das wird alles sprengen, das wird so gut sein wie Black Ops 1 und 2 zusammen, weil ist ja 1 plus 2 ist 3. Ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das ist wirklich die neue Shooter-Revolution. Also ich glaube, alle, die sich auf Half-Life 3 gefreut haben, für die ist Black Ops 3 ein guter Ersatz, oder? Kann man das so sagen? Finde ich auch. Ich glaube, das ist auch also ein schöner... Es ist mehr als ein Ersatz, es ist... Es ist wirklich mehr, geil. Aber ich muss sagen, also für alle jetzt, das war hier ein schöner Abschlusssatz. Wir haben hier wirklich viele Infos jetzt zu diesem Trailer genannt, wir haben viele Hintergründe und Details gewusst, sofort auf Anhieb. Und ich hoffe, euch hat das jetzt sehr gefallen und natürlich vergisst nicht vorzubestellen. Ich packe noch mal einen Link in die Beschreibung und wir wurden auch, das ist kein Product Placement, aber Black Ops 3 ist geil, ne? Oder? Ja. Black ja, Ops 3 also ist geil. Das geilste Spiel also ist das geil, ne? Sehr geil. Auf jeden Fall ist das geil. Wenn ihr das nicht kauft, dann seid ihr blöd. Ah, ist schon geil, ne? Alter, endlich. Ich hasse das immer, solche Videos zu machen. Ja, ich muss mich immer zwingen. Ey. Ich hoffe, die Werbeeinnahmen, die retten meine Woche wieder. Ey. Ich habe so viel gesoffen.
Ich auch, ey. Ich habe mir jetzt von den ganzen Werbeeinnahmen Black Ops vorbestellt. Ich habe das, glaube ich, 15 Mal vorbestellt. Ich habe mein ganzes Geld verspielt, meine Fresse. Oh, scheiße. Ich hasse mein Leben. Hast du dein Leben auch?